Die USA hat ein großes Problem, die sind im Ausland verschuldet. Und der größte Halter von diesen Schulden sind wohl die Chinesen. Ja, die haben auf Pump in China einen Haufen China-Scheiß gekauft. Plastik, billige Elektronik und Zeug. Ne? Im eigenen Land haben sie das nicht herstellen können, weil ihre Arbeitskraft zu teuer ist. Ja, die USA, die so unsozial USA, hat, ja, wer hätte das gedacht, früher einen Mindestlohn gehabt als Deutschland. Oh ja. So, ich bin mir nicht sicher, ob sie es in allen Staaten haben, aber einige Staaten haben sie einen Mindestlohn und der lag irgendwo um, was habe ich gehört, $11. Ne? Also heftig. Die Entindustrialisierung der USA ist in der Vergangenheit massiv gelaufen hin zu den Dienstleistungsberufen, die jetzt schon über 2/3 des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Und da ist halt ein Haufen Bullshit-Job mit drin. So, und damit ist das jetzt der Gesamtvolkswirtschaft der USA nicht unbedingt positiv gegenüber. Das ist Sand im Getriebe, man kann damit seine Handelsbilanz nicht verbessern, die extrem negativ ist. Also man importiert viel, viel mehr, als man exportiert. Und die Industriequote ist auf 20% gesunken und diese Tendenz ist weiter fallend. Und das sind im Prinzip dieser Rust Belt, dieser Rostgürtel um die ehemaligen großen Industriezentren der USA, wo einfach die Arbeitsplätze weggefallen sind, wo dieser angebliche White Trash herkommt, die den dann Trump gewählt haben. Ja, es waren viel, viel mehr, nicht nur die Industriearbeiter, die da ihren Job verloren haben. Staatsquote, liest man unterschiedliche Dinge, je nachdem, wie man es rechnet. Ich habe Staatsquoten von 13% bei der USA gefunden auf der Webseite unseres Außenministeriums. Vergleicht man es aber über Statista, dann liegt die USA wohl bei 36% und Deutschland bei 44%. Das sind 20% mehr Staatsquote. Was wir durch unseren Staat durchverdauen mit extrem schlechten Wirkungsgraden. Ich habe mal hier über gesellschaftliche Wirkungsgrade was gedreht. Also furchtbar. Das ist das, woran wir in Deutschland, vor allem aber auch die EU und Europa, mit dem ach so sozialen Wesen, was wir hier haben, wir alimentieren damit vor allem unseren Staat. Und der tut sich das sehr leicht. Darunter dann die staatsnahen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der habe ich letztlich mich drüber ganz massiv ausgelassen. Die Nimmersatten, die sich hier also Pensionen genehmigen, dass ihnen schwindelig wird. Ne? In den USA gibt es also eine ganz große Geldausgabe, ein 600 Milliarden Dollar Rüstungswahn, der da jedes Jahr stattfindet, sind 3,3% des BIPs. Und wenn man da sieht, was die sich dafür leisten, eine Art atomgetriebene Flugzeugträgerflotte rund um den Globus, U-Boote, dass du trockenen Fußes von Neufundland nach Norwegen laufen kannst, Flugzeuge zu zigtausenden, über 100 Militärstützpunkte in der ganzen Welt, 12 Geheimdienste, ein Haufen militärisch davon. Jo, also da geht richtig Asche rein. Denn das sind ja jetzt zwar in Anführungszeichen nur 3,3% vom BIP, was ein Haufen ist, aber dieses Land ist auch so riesig und das BIP ist so riesig.